Ein Toaster. Eine Pfanne mit heißem Öl. Oder eine Kerze. Nur drei Dinge, die Brände auslösen können. Immer wieder sorgen Defekte in Elektrogeräten oder Unachtsamkeit beim Umgang mit Feuer für Brände. Selbst eine kleine Kerze kann eine Wohnung zerstören und Leben gefährden. Aber mal ganz ehrlich, wer hat für solche Fälle einen Feuerlöscher oder eine Löschdecke zu Hause? Doch da gibt es etwas Neues, was unter jede Spüle passt. Ein Feuerlöscher in der Größe einer Haarspraydose. Damit soll man einfach und schnell sogenannte Entstehungsbrände löschen und das sogar bis zur Klasse F, also Öl- und Fettbrände. In der Dose steckt eine Weltneuheit. Das Löschmittel ist nämlich ein Gel. Das besteht aus rein natürlichen Stoffen. Einzelheiten zur genauen Zusammensetzung verrät der Erfinder Gerd Göbel aus Frankfurt nicht. Dieses Gel soll aber auch einen Topf mit brennendem Öl löschen. Ob das wirklich funktioniert, das werde ich jetzt testen. Den Test mache ich an der Hauptwache der Feuerwehr Leipzig. Für den Fall, dass etwas schief geht, stehen mir zwei Feuerwehrleute zur Seite. Zunächst simuliere ich einen Brand in einem Toaster. Dazu lege ich ein kleines Stück Kohlenanzünder darunter. Noch einmal zur Erinnerung, das Gel soll kleine Brände löschen, also aufkommende Flammen. Dann ist es soweit. Sprayflasche schütteln und laut Anleitung in Sprühstößen die Flammen löschen. Und das klappt wirklich sehr schnell. Nun eine Kerze, die auf einem Geburtstagstisch stehen könnte, mit Servietten, Luftschlangen und Tischdecke, alles leicht brennbar. Sollte die Kerze umfallen, dann kann die Party schnell ein Opfer der Flammen werden. Einsatz für das Löschspray aus der Dose. Und auch hier habe ich mit wenigen Sprühstößen das Feuer unter Kontrolle. Und jetzt wird es richtig brenzlig, ein Topf mit heißem Öl. Hier bekomme ich von den Feuerwehrleuten Hilfe, die das Öl für mich kontrolliert in Brand setzen. Sofort versuche ich, die Flammen zu löschen, aber Vorsicht, im Löschgel ist etwas Wasser. Dadurch entsteht eine Stichflamme, aber keine Angst, einfach weiterlöschen, bis die Flammen erstickt sind. Das Gel legt sich wie ein Teppich über das brennende Öl und das kann so auch nicht wieder entflammen. Zum Testergebnis. Also das Feuerlöschspray ist gut geeignet, um die Flammen gleich am Anfang, also einen Brand, der entsteht, in den Griff zu bekommen. Das haben meine drei Tests wirkungsvoll gezeigt. Deshalb hat dieses Löschspray meinen Test bestanden.